Einen wunderschönen guten Morgen an diesem 3. Dezember. Wer gestern gut aufgepasst hat, der hat bereits das Zubehör für den heutigen Tag gesehen. Es geht natürlich um das Rode VideoMic Pro Plus, was ich euch gerade gar nicht zeigen kann, weil es dort oben auf der Kamera hängt und auch Sound aufnimmt. Und wenn ich jetzt mal zwischen diesem Shotgun, was ihr auch nicht seht, umschalte zu dem VideoMic, dann hört man so ungefähr die Qualität, die so aus dem Abstand der Armlänge zu erreichen ist. Aber das ist hier alles nicht wissenschaftlich, deswegen möchte ich da gar nicht weiter drauf eingehen. Ich würde gerne hier für dieses Video betonen, dass das Mikrofon natürlich auch an iOS betrieben werden kann. Und zwar braucht man da so ein ganz preisgünstiges Adapterkabel und natürlich den Klinken auf Lightning-Dongle. Und dann funktioniert das an iPhones und iPads. Und das ist ganz fantastisch, weil dieses Mikrofon ist so besonders, oder die Plus-Variante ist so besonders, weil sie sich automatisch einschaltet, sobald halt eine Kamera oder ein iPhone dranhängt. Und dann wird Sound aufgenommen, so automatisch, und man muss nicht irgendwie dran denken. Und wenn man es vergisst, dann sind alle traurig und der Tag ist gelaufen. Das ist wirklich ein großer Vorteil von dieser Plus-Variante, die Rode verkauft. Es lässt sich über Micro-USB betreiben und aufladen, und der Akku, der mitgeliefert wird, der hält ohnehin, wenn der aufgeladen ist, irgendwie 100 Stunden. Also das ist alles fein. Die Größe des Mikrofons ist natürlich ein Thema, aber ich würde sagen, für guten Sound, da kann sowas eigentlich nicht überdimensioniert genug sein. Das muss es einem wert sein. Die muss man natürlich irgendwie unterbringen, aber man muss sich auch nicht drum kümmern, dass man irgendwie so eine separate Dead Cat noch drüber zieht, weil so Windgeräusche, die werden sehr, sehr gut von diesem Richtmikrofon rausgefiltert. Es hat außerdem einen Safe Channel, in dem nochmal so die Lautstärke eine Stufe tiefer aufgenommen wird, wenn man zu laut spricht oder irgendwas piekt. Das sind alles so Details, da möchte ich auch nicht drauf eingehen, weil ich bin ja hier nicht, mir geht es ja um die iOS-Integration. Und dieses Mikrofon funktioniert einfach mit entsprechendem Dongle und Kabellage an iPhones und iPads, was fantastisch ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns am morgigen 4. Dezember dann wieder.